Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für die Mods des Monats aus dem Oktober. Und ich habe wieder einige versteckte Schätze für euch an Land gezogen. Diesmal habe ich einen sehr einfach zu fahrenden F1-Wagen. Einen F4, der mit echten Daten gebaut wurde. Neues vom chinesischen Hersteller Vento. Und endlich die Corvette GT3 von Max. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir starten direkt rein mit dem Formula Pro 2016. Das ist eine R-Factor 2 Conversion von Yu Shen Wu, den kennt man ja bereits, der hat schon ein paar Sachen gemacht. Und da haben wir einen F1-Wagen aus 2016, ja, auch mit DAS etc., also ist angelehnt an die 2016er Saison, ist aber für Community Racing oder für Online Racing angelegt, also dafür gebaut worden. Weil F1-Wagen sind ja in der Regel wahre Biester auf der Strecke, richtig schwer zu fahren, schwer zu kontrollieren, viel übersteuern, aus der Kurve raus, ist bei dem Wagen nicht der Fall. Der Formula Pro ist sehr einfach zu fahren, sehr leicht zu kontrollieren, aber der Spaß kommt trotzdem nicht zu kurz. Das Ding hat quasi jeden Compound, den es damals auch gab, von Ultrasoft bis hin zu Fullwets ist da alles dabei, das ist schon mal richtig geil. Und der lässt sich herrlich in die Kurven reinschmeißen. Ja, ist ein tolles Teil und wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Als nächstes habe ich das einzige Straßenfahrzeug für euch für diesen Monat und klar ist das von MNBA. Wenn die was Neues rausbringen, ist das fast immer gut und schaut euch diese Rückleuchten an. Ah, Zucker, das ist der 2021er Porsche 911 GT3, aber halt eben das Straßenfahrzeug, das ist Porsche mit ihren, ja, komischen Namensgebungen. Naja, egal, auf jeden Fall sehr elegantes Teil. Schaut euch die Innenausstattung an, auch das Modell, super. Klingt wie ein Porsche und fährt sich auch wie ein Porsche. Richtig geiles Fahrwerk. Das Ding kommt auch mit einer Bereifung, die für die Strecke tauglich ist. Und wenn du dann mit dem auf die Strecke rollst und du fühlst, dass es ein Straßenwagen ist, aber du im Force Feedback eben spüren kannst, dass dieser Straßenwagen für die Rennstrecke getrimmt wurde, dann finde ich, ist das rein vom Modding her eine sehr, sehr große Leistung. Deswegen von mir absolute Empfehlung, tolles Teil. Holt euch den Porsche 911 GT3 von MNBA. Next up haben wir den nächsten GT2 von Guerilla Mods. Im Oktober war es jetzt endlich soweit. Der Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 GT2, was ein Name, ist endlich da und schaut ihn euch an. Mann, ich finde das Ding so hübsch. Was ein geiles Modell. Die Front und dann diese kleine Haifischfinne oben drauf. Mann, ich finde den so sexy. Echt eins der schönsten Fahrzeuge überhaupt. Also Modell, richtig geil, der fährt sich auch toll. Innen drin, schaut mal auf die Hände. Ja, ein bisschen komisch, wie der Fahrer da übergreift. Scheint noch ein Fehler zu sein. Das müssen sie noch ausbessern. Ansonsten eine tolle Erweiterung fürs Pack. Und wer den Rest aus dem GT2 Pack noch nicht kennt, sollte das Video hier nochmal auschecken. Habe ich jetzt euch oben verlinkt. Da habe ich den ganzen Rest der Bande vorgestellt. Ist eine Paid Mod. Kann man aber sich das ganze Pack schon für 1 Euro erstehen. Lohnt sich. Und jetzt wird's krass. Das ist ein Update zum Formula 4 Brazil. Und das kam von Lichis. Der hat nämlich seine Finger an Daten eines echten Formel 4 Wagens gebracht aus Frankreich. Und zwar den MyGale M21 F4. Und der hat den jetzt quasi damit nachgebaut. Und ich kann euch sagen, das Teil ist vielleicht der beste kostenlose F4-Flitzer, den wir aktuell im Spiel haben. Das ist ein geniales Teil. Der fährt sich wie ein Traum. Der hat viel Grip und Downforce, was natürlich extrem viel Spaß macht. Aber ich finde, seine größte Stärke hat er tatsächlich auf der Bremse und das Feedback, das man bekommt von der Bremse. Man merkt einfach ganz genau, wann der Lockup kommt. Und das sieht man bei Fahrzeugen in Assetto Corsa echt nicht alle Tage. Deswegen sehr große Empfehlung hier. Holt euch den auf jeden Fall Formula 4 Brazil von Lichis.
So, bevor wir unseren Coverstar genauer anschauen, habe ich noch mehr GT-Wagen für euch auf Lager. Und zwar von alten Bekannten. Wir schauen auf die neuen Fahrzeuge von Vento. Ja, die Marke vom Vento Uno, den sind wir ja gefahren im großen Sommer-Event in der Top-Klasse. Und jetzt bringt dieser virtuelle chinesische Hersteller auch noch einen GTE und einen GT4 auf den Markt. Das ist der Vento Aria. Wie gesagt, GTE und Aria Clubsport GT4. Allerdings muss ich sagen, beide Mods leider nur so okay. Sicherlich nicht schlecht, sonst würde ich sie hier nicht mit reinnehmen. Ich bin schon ein paar Runden mit denen gefahren, das kann man schon mal machen. Aber halt keine Knallermods, ja. Also im Bereich GTE und auch im Bereich GT4 gibt es halt kostenlos deutlich bessere Alternativen. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, was so der große USP sein soll, außer dass dieser diesen Future-Look hat. Aber auf jeden Fall spannende Flitzer, kann man sich mal anschauen. Und jetzt der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Die Callaway Corvette C7 GT3R von unserem Ehrenmodder Champflumi. Danke Max, einfach, dass ich den Wagen schon einige Monate jetzt fahren durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und natürlich, dass du unserer Community so geile Mods bescherst. Und da meine ich jetzt nicht nur die Champion Joe Community, sondern die Assetto Corsa Community. Glaub mir, wir sind dir alle sehr, sehr dankbar. Denn deine Corvette ist wirklich etwas Besonderes geworden. Das Modell, das kam ja von Bonnie, R-Factor 2 konvertiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann hat Max sich das Teil geschnappt und einfach mal kernsaniert. Ja, da ist fast nichts mehr so geblieben, wie es einmal war. Und das merkst du an dieser Detailverliebtheit, die die Mod mit sich bringt. Klar, in erster Linie war es viel Remashing, das da betrieben wurde. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man eben die Feinheiten, wie zum Beispiel, es gibt verschiedene Displays, es gibt Endurance-Lichter. Und wenn man ganz nah rangeht, die einzelnen Leuchten vorne drin, das hat mich besonders beeindruckt. Richtig, richtig gut. Ein absolutes Meisterwerk. Fahren tut sie sich auch noch richtig gut. Und wenn ihr mit der Corvette mal in einem größeren Rennen antreten wollt, dann macht euch bereit. Am 3.12., das ist schon in 2 Wochen, findet unser kleines Community-Treffen auf der Simracing Expo Nürnberg statt. Und da wird es mehr Infos geben zum nächsten großen Event auf Champion Joe. Und die Corvette, die ist da eventuell Teil davon. Also, wer sich vielleicht schon mal einen Skin machen will, ja, ihr seid herzlich eingeladen. Template dazu findet ihr bei uns auf Discord. Und wenn du jetzt noch eine Strecke brauchst, um die Corvette mal auszuführen, dann schau dir vielleicht das Video hier an. Das ist Teil 1 der Mods des Monats Oktober. Da gab es die neue Strecke von Double Zero unter anderem. Sehr, sehr lohnenswert. Aber das soll es gewesen sein. Bis dahin, denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.